Okay, wir gehen rein. Ein shittier Sadugo. Okay, Bro, wieso ist Kömmler aus der Key, Bro? Da wurde auch wieder reingeschissen. Nein, nein, gutes Video, sag ich jetzt schon. Warum hat es nicht geklopft? Nevermind, Obacht. Digga, der Minecraft für mich, der ist verrückt, Bro. What the hell? Alter, das ist aber voll geil, das ist nicht im Sat-Hugo-Video, das ist im Hugo-Video, Hugo-Stream. Hä, das Retalk gut. Retalk, ich finde das immer geil. Hä, hey, Retalk ist nicht spät. Funktioniert perfekt. Und meine Flo aus Lava. Hat das funktioniert? Falke unsichtbar. Ach, Digga, ich hab einen grünen Pullover. Ist das der Vorteil an der Uniform, die ich hier rocke? Ja, also Jungs, ich behaupte, das ist eine Uniform. Ich will mich irgendwie cool finden, aber ich bin einfach Scheißversager. Ich bin so kacke. Oh, das sieht ja noch so beschissen aus. Grüner Pullover und Schal. Zieh die Kerne noch runter, dass man nur den Kopf sieht. Was läuft, willkommen. Ich würde es auch so lassen, wäre mir scheißegal, Bro. Nächsten Video. Wir haben uns einen Camper gemietet. Ich kann dazu sagen, es ist absolut. Digga, wieso macht jeder jetzt Edeltour, Bro? Plan. Wir haben uns irgendwie 3-4 Securities zusammengekratzt fürs Oktoberfest, dass wir da irgendwie rübergehen können, ohne dass was passiert. Ich für meinen Teil bin noch nie ein Wohnmobil gefahren. Ich glaube, Schradin auch nicht. Wir sind unterwegs. Es ist noch nicht mal 13.30 Uhr. Prost. Wir sind auf dem Weg zum Oktoberfest. Jemand sagt Bourgeoisie, weil ich so wieder Bourgeoisie gesagt im Text. Mittelspurschleicher, cringe. Pass auf, auch den will ich sofort wegbannen. Ich bin kein Mittelspurschleicher, sondern ich fahre 100, 110. Mit dem Ding, mit der Beladung, kannst du eben nicht schneller fahren und rechts nehmen. Die GR macht richtig viel. Hier sind LKWs, die fahren 88. Und wenn ich den in den Sicherheitsabstand jedes Mal wieder rein. Digga, er macht richtig Ansage, Bro, mach drücken. Gag, Alter, help! Die LKW-Fahrer ab. Ich bin selber LKW-Fahrer und ich weiß, wie es ist. Alter, das ist ja nicht mehr ganz dicht. Alter, ist ja völlig. Du F***e, Mann! Ja, geht nicht anders. Gehen die Eisen. Der zieht einfach rüber das Gesicht und hinter dem Alter, angeraten. Wo ist das Problem? Frage ich mich an der Stelle. So, ich fahre immer 30, 40 drüber. Ich fahre immer zu langsam. Ich besitze keinen Führerschein. Wenn ich einen besitzen würde, ich würde damit schon einen Zivilisten. Ich würde ihm was antun. Die Kette von Scharin ist tot, Bro. Real Talk! Ich glaube, er hat den Zabix schon nachgemacht. Bro, wann war das Montana-Heeres? Und Digga, das. Alter! Hast du dich mal. Hast du im Schrank hier etwas Unfall gemacht? Ey, Carsten, es geht nicht. Ja, ist mir auch passiert. Ins Knie geschossen, weil der Abstand so hoch ist. Alter, das hat so geknallt. Okay, pass auf, wir sind live im Stream, 20.000 Zuschauer, wir machen gerade... Ich habe noch nie einen Zuschauer gehabt. Prominentenraten. Ey, meine ich habe schon mal mehr als 10 Zuschauer gehabt? Ich glaube nicht. Die Zuschauer müssen an der Stimme den Prominenten... Meine ich habe schon mal über eine Stunde mehr als 3 Zuschauer gehabt? Ich glaube auch nicht. Erkennen. Ich höre dir was Liebevolles sagen. Warum machst du nicht auf Lautsprecher? Ich habe auf Lautsprecher. Aber es ist sauleise, dein Handy. Halt dein Maul. Bro, hast mir doch gerade was sagen, du Pissnelke. Du hast gerade den Namen geleakt, du voll... Du hast das ganze Spiel versaut. Du hast gerade den Namen gesagt von dem, den du angerufen hast. Du hast das, dein eigenes Spiel gef***t. Okay, wir müssen leider... Wie viele Haas hat Meerschweinchen? 7. Wie viele Haas hat Meerschweinchen? 7. Der Rekord ist 1, du selber. Oh, endlich habe ich ihn mal in Action gesehen. Geil, dafür haben wir gebucht. Alter, was ist das denn? Oh, das ist irgendwie für mich sieht das absolut noch heute aus, ne? Ich finde, das sieht so furchtbar aus. Digga, was machen die Arzt, Bro? Die tanzen auf der scheiß Bank! Leute, ich bin betrunken. Es ist 13.30 Uhr. Du bist hier richtig zu Hause, ne? Ich bin hier schon, ja, ich fühle mich hier schon wohl. Ist schon immer eine tolle... Er rockt auch den Full-On-Fit, Bro. Paul Frege, cool. Das kann ja nicht sein. Und er ist schon wieder hackevoll. Ach nein. Ich sehe es doch in seinen Augen schon wieder. Der Typ ist schon wieder durch. Hallo Mück mit dem Baba Platte Imitation. 3, 2, endlos. Oh, Chat, oh mega lol. Bro. Hä, aber Reader ist gut. Reader ist gut. Wir sind hier gerade nur die Zwischenseite. Guckt euch mal den Mann an. Sascha Hellinger, du bist der Beste. Sascha Hellinger hat einen YouTube-Kanal. Joint mal rein, coole Videos. Digga, joint mal rein, coole Videos, Bro. Kein Selben, ich glaube mal, morgen macht es so Koppen. Ja, Digga, ist unser Party, Bro! Leute, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Lange nicht mehr gesehen. Wo wart ihr? Wir sind in Neuseeland. Oh mein Gott, ich will jetzt eigentlich will ich Sam the White noch gucken. Ich habe noch nichts geguckt davon. In der Südinsel. Digga, das ist ja aus Pöblingen. Aber ihr da davon, glaube ich, noch nicht allzu viel zeigen. Ne? Jungs, ich weiß echt nicht, ob sich das lohnt, sich das anzugucken. Oh, Herr Schwab! Pöblingen seid ihr! Klasse, sauber!
Stuttgart, aber jetzt sind wir gerade in Köln. Aber gebürtiger Stuttgart. Sauber. Ciao, ciao. Gute Fahrt euch. Im letzten. Bro, was war das, Digga? Stuttgart oder sind wir? Keiner verstanden. Ich bin auch noch immer ein Schwab. Nein, du bist Schwab. Ich bin Schwab, ja klar. Es gibt sogar Ritter. Du bist auch ein Schwab, gell? Ich bin auch Schwab, bei Hechingen. Hechingen? Ja, klar. Hier ist cozy. Ist das Spiegel, die Spawn? Der Spiegel. Aber was hab ich berührt? Ach du Scheiße, Digga. Ach, der Baum ist so schräg, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tot. Wir dürfen nicht überholen, ne? Ja, ist, ich sehe nicht genug. Ja, aber wir dürfen die auch nicht überholen. Also wir dürfen, das hinter dir stehen hier nicht so schlicht, aber bis ich mit dem Ding hier überholt habe, Freunde, hängen wir da vorne irgendeinem anderen Auto drin. Alter, Bus. Jo. Bro, hä? Hey, das ist ein richtig saures Kant, hä? Was ist das denn? Das ist crazy. Der Jungs, der Typ hat Leben. Das ist ein Leben. Oh mein Gott, Bro, vorhin haben wir so einen Rentner überholt. Der Clip heißt Edeltour überholt Stradi. Digga, es gibt einen Stradi-Zoll natürlich, Digga. Wie nackt oder so? Ich wäre gern nackt. Nein. Verpiss dich mal. Wirklich? Wirklich, Bruder, auf Ernst. Ist dein Mikrofon noch an? Verpiss dich raus. Nein, ist nicht an, Bro. Dominik hat sich in die Hose geschissen, Digga. Das, Digga, hä? Hä? Was? Hey, okay, das. Ich hab eine weiße Hose an. Dominik hat sich hier eingeschissen. An Bro, bei der Aussicht ist crazy. Ort, das vergisst man auch nicht. Sydney hat Dünnschiss und vergisst zu muten. Warte mal. Was sind das eklige Videos? Was hat er gegessen? Guck mal, er kommentiert einfach ein Lachsmiley, als wäre nichts passiert. Digga, die nur Likes, aua. Bruder, wie laut war das? Ich hab immer Durchfall-Chef, sag doch. Hast du richtig gehört? Er wollte sich einfach. Das ist diese Dünn-Dünn. Diese Dünn-Dünn, Bro. Ey, soll Probi mal einen Arzt konsultieren? Bruder, ist ein Pferd oder so? Was? Juan! Da ist eine Kuh! Als Maul, Digga! Digga, da ist noch mehr! Maul! Da ist eine Kuh, Digga! Digga, what the f***? Alter, holy sh***! Alter, Dominik nimmt alles mit! Ich muss ehrlich sagen, das war mega Spaß! What the f***, Digga! Bruder, hier ist ein See! Digga, holy shit! Unsere Stufe ist im Wasser! Aber auch irgendwie chillig so, check dir. Nein, wir haben leck, das Fenster ist ab. Halt's Maul. Was? Digga, hast du das Fenster in der Hand? Oh mein Gott, Digga. Jetzt Thumbnail! Okay, warte. Wie hat geschrieben, jetzt Thumbnail. Ist das Kacke! What the f***? Digga, irgendein Chilias Nachricht sein, das kann nicht sein, Digga. Dominik, hör auf zu fahren, du Kleiner. Ich hab gute Nachrichten, es ist ein Privatgelände. Rolli Berger macht gerade so 7 Tage ohne Geld und ohne, dass er sich Essen mitgenommen hat. Digga, gefühlt macht Rolli Berger immer so geistkrank Big Content, ne? Glaub ich. Ich hab noch nie ein Stream für ihn geguckt oder irgendein Video, aber ich gefühlt macht crazy Content. Berlin. Aber ich glaube, Berlin beste Stadt dafür. Ja, aber Rolli ist nicht übel spooky irgendwie. Er hat doch das schon mal in Hamburg gemacht, Bro. Er hat doch in der Papiertonne gelebt. Mir schreibt gerade einer, wir sollen Ronny anrufen, der ist halt nackt in der Müll. Ich denke, ist jetzt gefährlich? Wisst ihr, wo ich bin? Ich bin zu Hause. Oh mein Gott, ich schläf gerade in der Papiertonne. Er muss timen, wann er aufsteht, weil eventuell sonst die Müllabfuhr kommt und ihn einfach tötet. Dieser Mann vertraut seinem Handy und seinem Wecker sein Leben an. Der Obdachlose übernachtete in so einer Papiertonne. Er hatte zwischen dem Abfall Wärme und Schutz gesucht. Das ist eigentlich witzig, Digga. Bro, Digga, stell dir vor, du bist und dann sitzt da einfach shitty als Ronny Berger drin, Bro. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Warum hat sie nicht geklopft? Warum hat sie nicht geklopft? Das ist aber auch geil, sag ich. Was ein schöner Morgen. Power! Da hab ich geschlafen, Leute. Jo, bist du Ronny Lecky? Oh, Hallöchen. Digga. Hä, gibt's Robby der Gino für die Bekommen mit? Ja, mega. Dürfte ich ein Foto mit dir machen? Ja, klar. Na, dann, schönen Tag noch. Wie bitte? Na, ich filme jetzt zum Glück mich. Okay, das ist gut. Ich habe nämlich ein Recht darauf, nicht gefilmt zu werden. Das dürfen Sie gerne behalten. Die haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Hallo, kann ich euer Pfand wegbringen? Bro, ist das random, Digga, was ist? Wir haben kein Pfand, aber danke. Alles klar, danke auch, schönen Tag noch.
Normalster Tag in Berlin. Normalster. War das ein Vado-Charakter? Alter, Kumpel, hau die Moves raus! Wir haben ein richtig dickes Problem. In meinem flüssigen Stuhl war Blut. Wenn das am nächsten oder übernächsten Tag immer noch so ist, dann werde ich ins Krankenhaus gehen und mich dann genau untersuchen lassen. Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben einen Arsch in den Finger gesteckt. Oh, das ist nicht das erste Mal bei mir. Also das habe ich schon selber oft sehr gemacht. Digga, kann sein, dass der Typ nicht irgendwie so 90 oder sowas? War das irgendwie, dass der Typ gefühlt 300 ist? Aber aussieht wie 12? Manche mögen das. Dem viel mehr los, das geht nach Shinjuku. Oder nördlich von Shibuya. Ja, ich hab schon gesehen, was der Typ ist.